Heieiei. So, trinken wir mal ein richtiges Bier, wa? Kann ja so nie weitergehen. Mit dem guten Motu-Date-Flaschenöffner. Warte, ich muss erstmal Luft sammeln. Na denn, Prost! Prostata! Kronen schmeckt's. Boah, das tut gut. Ja, vor der Con ist nach der Con ist vor der Con, ne? Oh, ich bin fertig, Alter. Ich bin jetzt auch, im Gegensatz zu anderen, bin ich ja erst jetzt so, ja, 12 Stunden unterwegs. Andere waren ja schon um 5 unterwegs und keine Ahnung, ne, und hin und her. Also als erstes nochmal an den Lars, vielen lieben Dank, dass du das ermöglicht hast, so. Weil ich wäre ja so da nicht mehr hingegangen. Ich hatte das ja in einigen Videos schon gesagt, dass ich jetzt die letzten Jahre keinen Bock mehr hatte, aus verschiedenen Gründen. Entschuldigung. Es musste jetzt sein. Ist halt ein bisschen anderes Con-Video, ne? Ich habe halt, also wie gesagt, danke erstmal dafür. Sehr geile Aktion, hast du dick gut was bei mir. Ich packe schon mal dieses ISP, packe ich schon mal zur Seite, ne? Ich glaube, ich habe auch noch eins mit Kanonen halt so zum Abgeben. Und der nächste Currywurst geht definitiv auf mich halt und so, ne? Wenn wir uns sehen. Ja, war schon cool. Also ich hätte mich doch schon geärgert, so, weil ich habe viele nette, tolle Leute getroffen, die man ja auch schon so kennt halt, ne? Die man öfters mal sieht und das war total schön. Also viele geile Gespräche gehabt halt und so, das hat richtig Spaß gemacht und es fing ja alles schon positiv an halt, ne? Wie gesagt. Fahrkarte geholt, 2 Euro lagen da auf einmal noch drin. Danke dafür. Und drinnen auch halt, wie gesagt, Currywurst probiert. Ich hätte noch 2 Stände, habe ich noch gesehen, mit Currywurst. Essen da ohne Ende. Total geil. Es hat überall nach Essen gerochen, hinterher ein bisschen verbrannt. Habe ich ja, glaube ich, auch angemerkt, ne? Aber total geil, weil, du hast da auch... Ja, da musst du aber auch schon Talas mitnehmen halt zum, ich sag mal, im Schnitt so 10 Euro kannst du da schon für irgendeine Portion was zu essen halt rechnen, so, ne? 5 Euro ein Bier. Ah, ich habe diese Becher vergessen. Ich habe da ja auch Bier getrunken, ne? In Flaschen. 2 Brinkhoffs, ist ja auch nicht so mein Bier, aber in der Not säuft der DSD auch alles. Feltins gab's da, ja, dann in Bechern und da gab's halt so Filmbecher. Aber umsonst. Zauberei, da sind die Becher. Warte, ich trinke noch mal eben Bier aus der Flasche, ne? Das ist nämlich schöner. Prostata! Tirallalai! Prostata! Ja, du hast halt bei dem einen 0,33er Brinkhoffs gehabt für einen 5er. Und hier hast du halt immer einen Becher noch dabei gekriegt an diesem Feltins-Bierständen. Wie gesagt, gut, dass ich kein Fußballfan bin. Ja, geil, Barbara Eden. Ich so, wie ist die auch da? Aber die war wohl letztes Jahr da. Da hatten sie noch die alten Becher jetzt da natürlich zu verschenken. Ja, aber ist ja auch cool, wenn das dabei ist halt, ne? Besser als so Pfand und hin und her. Ja, haben wir nochmal die bezaubernde Genie am Start. Dann gab es noch Jean-Claude Van Damme. Kann ich ja vielleicht auch mal weiter verschenken an den einen oder anderen, der da richtig Fan ist halt. Dann wollte ich erst noch, da gab es noch Carl Weathers halt so. Ich weiß gar nicht, welches Bild das war. Aber ich habe dann gesehen natürlich hier Boba Fett. Das Geile ist, die waren heute beide da. Danny Logan und Timura Morrison. Waren beide da, den Logan habe ich leider nicht gesehen, Timura Morrison konnte ich mal aus der Ferne erblicken halt, so habe ich auch, sieht man glaube ich auch kurz. Boba Fett Action, sehr geil, genau, das ist ein aktueller dann, weil Film und Comic Con heißt das ja jetzt. Und hinten ist aber Carl Weathers auch drauf. Na klar, ist ja hier, was ist das, in der Mando-Serie ist er am Start, bei Book of Boba sieht man den auch, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe auch ein bisschen zu viel getrunken heute, ne? Ja, und dann hier, den hätte ich mal als erstes genommen, weil ich, da gab es, glaube ich, weiß nicht, Harry Potter Schauspieler, was da, Game of Thrones, ich weiß es nicht. Habe ich keine Ahnung von, da standen auf jeden Fall richtig viele Leute da, wo dann hier Foto-Action war halt, ne, oder Autogramme holen. Da war richtig voll, es sind auch viele Zauberer da rumgelaufen, so Hogwarts-Schüler und so. viel, wie gesagt, so Anime, Manga-Zeug und so weiter. Aber auch... ja, Star Wars, klassische Star Wars Kostüme wieder halt. Ne? Ein paar habe ich ja, wie gesagt, abgelichtet. Ich habe es halt nicht so gemacht wie die letzten Jahre. Da, die es nicht kennen, können ja gerne mal gucken hier. Comic-Con Dortmund und so. Movie Days habe ich noch so Videos von ganz früher halt und so. Da war das alles noch ein bisschen anders. Ich fand jetzt auch dieses neue Messehallen-Dings. Du hast halt viel Platz, das ist geil. Du hast kein Geschiebe mehr. Sonst hast du die Gänge immer halt, was weiß ich, 4-5 Meter Breite gehabt. Und wenn da irgendwie die Leute so und so laufen, wie sie wollen, ist das schon extra halt schon immer an halt so. Ich ja eh, mit dem vollen Rucksack immer mit, was auch immer. Und das ist halt geil, aber es war teilweise, fand ich, anfangs halt so die ersten 2-3 Stunden so,
da war das alles sehr verlaufen halt und sehr steril. Irgendwie so. Vielleicht muss ich mich auch dran gewöhnen, ne? Wie gesagt, die machen das ja jetzt schon ein bisschen länger da in den neuen Messehallen und so weiter. Also ich bereue jetzt nicht, dass ich da war halt so, ne? Also vielleicht würde ich sogar nächstes Jahr da auch mal wieder hingehen, im Sommer oder so. Da müsste ich aber auch wieder voll auf Stress und so, dass du wirklich versuchst, wieder alle Cosplays abzufilmen, weißt du. Fotos machen, ich habe wenig Fotos gemacht. Früher habe ich halt immer auch jedes Cosplay, was ich gefilmt habe, ne, komm nochmal ein Foto mitmachen und so. War aber schön, weil die Christina vom Outpost One, liebe Grüße, das war auch lustig, da ein bisschen rumzuwuseln, halt überall rumzurennen. So. Und wenn ich dann gefilmt habe, ne, dann hat sie auch wenigstens mal die Kamera genommen, war ein Foto gemacht halt. Den Mayo getroffen halt, ne, von, kennt ihr noch, auch beste Grüße, der hat mir direkt ein Stück Currywurst hier im Mund gesteckt. Ne, und ja, Carsten vom Marché Noir, auch immer geil mit seiner ganzen Truppe. Aber musste ich natürlich für die I Love Toys Aufkleber mitnehmen, ne. Dann gab es aber auch noch das neue Super Action Magazin. Welche Ausgabe ist denn das jetzt? Also das ist die 223. Sehr cool. Werde ich auch mal bei Gelegenheit durchblättern. Ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt. Und auch sehr toll, ein T-Shirt, I Love Toys, ne, vom Super Action Magazin. Und es passt ja, I Love Toys, wer meine Reviews kennt. Wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, guckt mal in meine Reviews rein. Hier Star Wars und so weiter, Playmobil, was es da so alles gibt halt. Achso, hier noch ein Becher. Ja, stimmt, die Becher mache ich mal wieder so, die Becherstapel. Ne? Wie gesagt, was ich geil finde mit dem jungen Publikum, dass viel, viel junge Leute da sind. Also weitaus jünger als wir Bekloppten halt so. Ich glaube, das wird schön weitergetragen halt durch diese Generation, die da jetzt auch rumrennt halt so. Die sammeln ja auch, die haben Bock auf Kostüme, geben sich richtig Mühe halt. Ne? Was habe ich da alles gesehen wieder? Ey? Ich vergesse jetzt auch wieder 1000 Leute, die ich getroffen habe. Seid gegrüßt, ihr seid ja dann auch im Video wahrscheinlich drin. Und ein paar ja auch jetzt nicht gefilmt halt, weil es war einfach so geil. Ich war halt mal entspannter als sonst beim Filmen halt, ne? Und es lag nicht am Bier. Na denn, Prost! So, jetzt aber. Ich habe ja drei Sachen habe ich gekauft. 6 Bier, eine Currywurst. da war ein Stand, der hat auf alles 50% gemacht. Guck mal hier, ein Ischi-Tipp. Jetzt habe ich mich aber gerade auf dem Nachhauseweg gefragt. Das ist halt, eigentlich ist das ja einer, der in der Kantine ist, oder? Aber hier hinten ist ein Bild drauf, dass der da zu sehen ist. Also irgendwie da in der, wie heißt denn das Kalamari-Schiff noch? Hope One? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe schon einen und habe den auch sogar mal ausgepackt. Oder fehlte der mir? Ich muss mal nachgucken, aber 2024 packe ich den aus, wenn ich den nicht schon habe. Präsentiere den mal. Dann, also wie gesagt, für einen Zehner. Wird zum Auspacken sehr geil. Dann hier noch so ein Hologramm Darth Maul. Zehner steht drauf. Eine Saga Collection, der hat halt hier auch Stresslinien und so. Und dann habe ich ihn jetzt vorhin noch mal kurz vor Feierabend gefragt. Ich so, kannst du noch was am Preis machen? Ich hätte ihm auch 57 gegeben oder so. Hat er direkt einen Fünfer gemacht. Der hat jetzt Englisch gesprochen, ich weiß gar nicht, wo der herkam. Ich habe da auch gar keinen Flyer von oder irgendwas. Der hat richtig geiles Zeug gehabt. So. Der hat die Speeder Weiß gehabt mit dem Biker Scout, mit Grogu von Mandalorian, dann Return of Jedi, das Ding, ne, mit Scout Trooper auf Karte. Für 40 Euro oder was weiß ich, das Ewok Doppelpack da mit Knisa und Wicket auf Karte in so einem geilen Aufklappschuber für 30 Euro. So Vierer Packs für einen Fuffi teilweise. Also, echt geile Preise, also wer da noch irgendwas gesucht hätte, so hätte sich das mitnehmen sollen. Und ich glaube, am selben Stand habe ich auch noch gekauft, eine Runde später, nee, der war vom anderen Stand und das war der englischsprachige. Habe ich mir auch noch mitgenommen, habe ich ja letztens schon im Comic Center gesehen, hier für einen Zwanni. Ne? Passt natürlich zurück, der Jedi Ritter 40 Jahre jetzt am 9. Dezember. Hier, da ist er, guck mal, hätte wohl auch mal 25 gekostet. Ist das ein Black? Ach, das ist Black Series sogar. Der weiße Darth Vader. Das ist so eine Comic-Dings halt, wo der weiß ist halt. Voll geil. Ja, muss ich mir dann gönnen halt. Ich wollte eigentlich nichts kaufen halt. Ne? Also richtigen Vintage-Kram hat man natürlich nicht gesehen, aber halt neues Zeug und habe ich auch wenig gefilmt. Früher war ich auch immer so, ne, dass ich auch alle Stände abfilme, aber da sind glaube ich auch genug mit Kamera rumgerannt, die das weitaus professioneller wohl machen und so. Ich war halt auf der Tour. Auf Film Comic Con auf der Tour am dran sein. Ja, ich bin hier auch noch dran. Ne? Und noch ein Highlight,
oder das Highlight für mich. Liebe Grüße an die Kampfmaschine. Ich hatte vorher da auch, habe ich glaube ich auch abgefilmt, sieht man halt die alten Kenner-Dinger da aus den 90er von Robin Hood halt, so Figuren. Wir unterhalten uns und er sagt, ich habe mir da alle gekauft. Ich sage, weißt du, welchen ich da nicht gesehen habe auf Karte? Hier, den Bruder Tuck halt. Tuck, ne, der hat halt denselben Mold, die Beine wie der 1983er Gamorrean Guard, die Schweinewache von Jabba the Hutt aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Und er so, ja, den habe ich lose. Und jetzt guck mal hier, hat er mir den geschenkt. Er hat den wohl auch als Beigabe gekriegt. Ich zeige euch das nur mal kurz hier mit den Beinen. Ich will auch noch gar nicht weiter gucken. Es ist halt wirklich derselbe Mold, er hat nur einen anderen Kopf. Ich glaube, selbst die Hände sind genauso geformt und so weiter. 2024 mache ich da mal einen Vergleich mit der alten Schweinewache. Die Vintage Collection von 2013, die ja damals auch da 20, so 15 Mark gekostet haben, also Euro. Später wurden die aber für 3 Euro rausgeramscht. Da gab es halt YouTube-Videos, mal, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, da haben sich Leute irgendwie so 50, 60 Stück davon gekauft. Für so ein Army-Building und so. Ey, aber andere Geschichte erzähle ich dann in dem Video. Lieben Dank dafür, voll geil. Bruder Tuck, ist das nicht auch John Rhys Davies? Der sieht auf jeden Fall hier schon so aus halt, ne? So ein bisschen kleinwüchsiger halt und so weiter. Hammergeil, Alter. Ja, wie gesagt, hier habe ich ein bisschen was und die Momente waren halt cool und so. Das hat echt Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe anfangs ja auch noch gesagt, ja, aber gucken, wie ich hier rumhede und so. Aber selbst reinkommen, die Wartezeit war komplett in Ordnung. Ja, ein paar Meter bin ich ja vorgegangen, weil ich da, liebe Grüße an die Bettina, die noch getroffen habe, die diesmal nicht als Gremlin rumgelaufen ist, sondern als Geisterjäger. Und sie hatte auch noch einen Geist dabei. Das war auch richtig spaßig. Und wie gesagt, ich habe halt viele Vereine da auch jetzt gar nicht weiter gefilmt. Und tut mir aber leid, aber wie gesagt, da könnt ihr ja die anderen YouTuber gucken. In diesem Sinne, ja, das war die, warte, wie heißt es? Die German Film und Comic Con 2023 oder im Dezember 2023 heißt das Winter Edition, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, 50 Euro irgendwie oder 42 Euro um den Dreh kostet dann eine Karte für den Tag. Morgen, also es ist ja noch ein Tag, den Sonntag. Ist schon hart. Dafür, dass ich da, das haben schon Leute in anderen Videos letztes Jahr gesagt, dass man da teilweise Stände sieht, die man auch schon vor Jahren gesehen hat, die sich auch nicht viel verändert haben. Außer, ja gut, aktuelle Produkte vielleicht oder so, aber das sieht alles immer so gleich aus. Und das nimmt eine große Fläche ein. Gefällt mir nicht ganz so. Ich weiß auch nicht, wie viel von diesen Waffen dann verkauft wird. Hinterher dreht einer noch damit durch. Keine Ahnung. Prostata! Aber im Großen und Ganzen kann man da doch mal einen Tag verbringen halt so, weil man trifft halt Gleichgesinnte, Gleichaltrige, Junge, noch Ältere. Macht halt Spaß und ja, war schön. Also danke Lars, dass du das ermöglicht hast. Das hast du jetzt davon, dieses Video. Peace and Justice, bleib gesund, danke fürs Zugucken und immer ein bisschen Kind bleiben und bekloppt eh, ne? Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.